Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch diesen wunderschönen Tischläufer machen. Der hier ist jetzt aus einem Garn von Gründel. Das ist ein 100% Baumwollgarn. Und wie ihr seht, wirklich ein wunderschöner Verlauf. Und da seht ihr auch gleich den Tischläufer ein bisschen mit. Wir haben hier einmal ein offenes Herz, dann ein geschlossenes, wieder ein geschlossenes und ein offenes. Ein ganz toller Tischläufer ist das. Und diesen häkeln wir heute nochmal zusammen mit einem Bobbelgarn. Alle Materialien, die ich verwendet habe, die verlinke ich euch selbstverständlich wie immer unten in der Infobox. So, das hier ist jetzt der Bobbel, den wir verwenden. Wir haben jetzt hier einen vierfädrigen. Den häkle ich mit der Nadel 3,5. Das ist jetzt hier so ein Bobbel Mini, so 250 Meter. Ein ganz, ganz toller Farbverlauf. So, meine Lieben, was mir jetzt beim Häkeln aufgefallen ist, der Bobbel, den ich euch gezeigt habe, der hat nicht ausgereicht. Ich musste wirklich von dem anderen Mini noch fast komplett das Rot abwickeln. Wie ihr seht, hier kommen schon die ersten Streifen durch. Viel reines Rot ist es nicht mehr. Also die Meter, die ich hier hatte, die haben wirklich nicht gereicht. Ich hatte 250 Meter von der Farbe 422. Und da ich euch eben unten in die Infobox verlinke, wo ich die Wolle her habe, müsst ihr Bescheid sagen, dass ihr mehr Wolle braucht. Ich vermute mal so 300, 350 Meter werden wir da bestimmt brauchen. Also wie ihr seht, ich habe hier fast komplett das ganze Rot reingehickelt, noch von dem zweiten. Damit wir dann hier diesen Bereich auch wirklich fertig bekommen und das dann auch im Verlauf schön fließend haben. So, das heißt, ich habe jetzt hier noch einen angefangenen Mini, aber da lassen wir uns auch was Tolles mit einfallen. Und wenn ihr die Wolle bestellt, nicht 250 Meter, sondern so 300, 350 Meter mit der Farbe 422. So, anfangen tun wir das Ganze mit einer Anfangsschlaufe und wir häkeln jetzt erst einmal 77 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, das sind dann unsere 77 Luftmaschen. Und jetzt häkeln wir zwei Reihen feste Maschen. Das heißt, wir stechen jetzt in die zweite Masche von der Nadel aus ein, holen uns den Faden, haben zwei Schlaufen, holen uns den Faden und gehen durch beide Schlaufen durch. Das war eine feste Masche. Ja, und das machen wir jetzt die ganze Reihe zurück. Das heißt, in jede Luftmasche kommt eine feste Masche. Am Ende der Reihe angekommen, machen wir noch eine feste Masche. In die Masche, wo das Knötchen ist, eine Luftmasche zum Wenden, wir drehen das Ganze. Und jetzt geht's mit festen Maschen in die zweite Reihe und zurück. So, meine Lieben, am Ende dieser Reihe, ich setze noch schnell die letzten festen Maschen und noch hier vorne eine rein. So, jetzt machen wir zwei Luftmaschen für die Höhe. Wir drehen das Ganze und häkeln jetzt vier Stäbchen. Das heißt, gleich hier vorne rein kommt das erste Stäbchen. Eins. Zwei. Das nächste. Und die 4.
Jetzt machen wir 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Ziehen hier unten 3 Maschen ab. 1, 2, 3. Und in die 4. Masche machen wir ein Stäbchen. Jetzt kommen 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4. 3 Luftmaschen. Wir zählen wieder 3 Maschen ab. 1, 2, 3. Und in die 4. Masche kommt ein Stäbchen. Und wieder 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4. 3 Luftmaschen. Ein Umschlag. 3 Maschen abziehen. In die 4. Masche kommt ein Stäbchen. Und das machen wir jetzt im Wechsel die gesamte Reihe weiter. Das Stäbchen zieht immer nicht mit. 1, 2, 3, 4. 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. In das nächste kommt ein Stäbchen. Und jetzt wieder 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4. Und so machen wir das jetzt im Wechsel weiter. So, am Ende der Reihe angekommen, machen wir 2 Luftmaschen. Wir drehen das Ganze. Ein Umschlag. Und jetzt häkeln wir auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Luftmaschen. Wir überspringen damit diese Luftmaschenkette und häkeln wieder auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Das ist unser Rand, das machen wir jetzt über den gesamten Läufer so. Anfang und Ende des Tischläufers sind immer ein geschlossenes Viereck, ein offenes Viereck und ein geschlossenes Viereck. So. Ein geschlossenes Viereck, ein offenes Viereck, ein geschlossenes Viereck. Das ist jetzt immer der Rand von unserem Tischläufer. Einmal auf der Seite und einmal auf der Seite hier drüben. Das heißt, mit diesem Step beginnen wir wirklich jede Reihe. So, jetzt machen wir 3 Luftmaschen. Überspringen die Luftmaschenkette. Und stechen in das erste Stäbchen ein und setzen darauf ein Stäbchen. 3 Luftmaschen. Am Ende des geschlossenen Vierecks ein Stäbchen auf das Stäbchen. 3 Luftmaschen. Und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. 3 Luftmaschen, ein Stäbchen auf das Ende von diesem Viereck. 3 Reihen weiter. Das heißt, jetzt erstmal 3 Reihen, 3 Luftmaschen
und ein Stäbchen auf Anfang des geschlossenen Vierecks und dann wieder auf das Ende. Dann wieder drei Luftmaschen, Stäbchen auf das nächste Stäbchen, drei Luftmaschen und Stäbchen auf das Ende. Den juck grad los, komm her. So. So sieht das Ganze dann schon aus. Da haben wir hier die eine Reihe mit dem Wechsel und hier haben wir jetzt eine Reihe mit offenen Vierecken bis auf das Anfang und den Ende. Das machen wir immer so. Das heißt, wir häkeln jetzt 13 von diesen offenen Vierecken. Jetzt haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neun, nee, nicht getroffen, jetzt, zehn, elf, zwölf. Und die 13. Jetzt folgen wieder Stäbchen. Auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Dann drei Luftmaschen. Ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen und wieder auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und damit haben wir diese Reihe auch geschafft. Das war jetzt Reihe Nummer 5. Und so gehen jetzt die nächsten zwei Reihen weiter. Wir machen jetzt wieder unsere Luftmaschen, Stäbchen auf Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen auf Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen auf das Stäbchen, bis rüber, hier dann wieder auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, drei Luftmaschen auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und davon dann noch eine Reihe. Ich mache das jetzt mal schnell und wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Lieben, ich habe jetzt Reihe 7 abgeschlossen. So sieht das Ganze jetzt schon aus. Hier haben wir unseren Rand, habe ich euch ja gesagt, wir fangen immer so an. Dann die offenen Vierecke und dann die andere Seite. Warum Reihe 7? Die Luftmaschenkette Reihe 1, die zwei festen Reihen mit den festen Maschen, Reihe 2, Reihe 3, Reihe 4, 5, 6, 7. Wir fangen jetzt in Reihe 8 an. So, dafür machen wir jetzt als allererstes wieder unseren Rand, unsere zwei Luftmaschen, Stäbchen auf Stäbchen, drei Luftmaschen und wieder Stäbchen auf Stäbchen. Jetzt machen wir drei offene Vierecken, das heißt, wir machen drei Luftmaschen und häkeln ein Stäbchen auf das Stäbchen, das war offenes Viereck 1. Jetzt die 2
und die 3. So, nun beginnen wir mit dem ersten Herz. Wir machen einen Umschlag und häkeln jetzt um diese Luftmaschenkette drumherum und häkeln da rein 3 Stäbchen. Und ein Stäbchen auf das Stäbchen. Jetzt kommen 5 offene Vierecken. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Jetzt wieder 3 Stäbchen. Um die Luftmaschenkette drumherum. Und ein Stäbchen auf das Stäbchen. Und wieder unsere offenen Vierecke bis zum Rand. So, und wieder ganz normal unseren Rand, wie man kennt. Das heißt Stäbchen auf Stäbchen. Drei Luftmaschen und Stäbchen auf Stäbchen. So, das war dann schon Reihe Nummer 8. Wir machen wieder 2 Luftmaschen, drehen das Ganze. Machen wieder ganz normal unseren Rand. Jetzt kommen 2 offene Vierecken. Eins. Zwei. 3 Stäbchen, 1, 2, 3. Bei den Stäbchen umhäkeln wir immer die Luftmaschenkette. Ihr seht ja jetzt, hier haben wir jetzt die Stäbchen, die Luftmaschenkette ist umhäkelt. So, und ein Stäbchen auf das Stäbchen. Auf dieses ganze Stäbchenpäckchen kommt auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Na, geht durch. Und wieder diese Luftmaschenkette mit 3 Stäbchen umhäkeln. Zwei, drei und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Jetzt sieht das Ganze schon so aus.
Das hier wird jetzt der erste Bogen vom Herz. Und wie ihr seht, wir gehen jetzt hier auch schon in der Farbe ins Richtung Gelbe. So, jetzt kommen wieder drei offene Vierecken. 1, 2, 3 Luftmaschen. Ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen, Viereck 1. Die 2. Und die 3. Wir umhäkeln wieder diese Luftmaschenkette mit 3 Stäbchen. Stäbchen auf das nächste Stäbchen. In jedes Stäbchen kommt jetzt ein Stäbchen. Und auch die nächste Luftmaschenkette umhäkeln wir mit 3 Stäbchen. Und ein Stäbchen auf das nächstgelegene Stäbchen. Und jetzt wieder offene Vierecken. Und ganz normal unseren Rand. So, 3 Luftmaschen und wieder auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und damit haben wir Reihe Nummer 9 auch schon geschafft. So, in Reihe Nummer 10 müssen wir jetzt ein bisschen mehr zählen. Wir machen wieder unseren Rand. Jetzt machen wir ein offenes Viereck, das heißt 3 Luftmaschen und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. So, die nächste Luftmaschenkette, die umhäkeln wir jetzt mit 3 Stäbchen. 2, 3, ein Stäbchen auf das nächstgelegene Stäbchen und damit ist das Viereck abgeschlossen. So, jetzt müssen wir ordentlich mitzählen und zwar haben wir jetzt hier jede Menge Stäbchen. Wir häkeln jetzt aber nur 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Machen 3 Luftmaschen, überspringen hier 3 Stäbchen. 1, 2, 3. In das vierte Stäbchen kommt ein Stäbchen. Und jetzt auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. 1, 2, 3.
3, 4 und auch auf diese Luftmaschenkette, die jetzt folgt, wieder 3 Stäbchen. 1, 2, 3 und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Das Ganze schon so aus. Geht das mal ordentlich ein bisschen hin. So, da könnt ihr besser gucken. Ihr seht, das hier wird immer mehr zu dem Bogen von dem Herz. So, jetzt machen wir ein offenes Viereck. Das heißt 3 Luftmaschen und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Jetzt wieder diese Luftmaschenkette mit 3 Stäbchen umhäkeln. 1, 2, 3, ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. So, hier wieder mitzählen, 4 Stäbchen brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 3 Luftmaschen. Wir überspringen 3 Stäbchen. 1, 2, 3, 4 in das 4. Stäbchen. Machen wir ein Stäbchen. So, jetzt wieder auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und auf diese Luftmasche, die jetzt folgt, kommen 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. 3 Luftmaschen, ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen und jetzt wieder wie gewohnt unseren Rand. Drei Luftmaschen. Und unsere Stäbchen. Drei Luftmaschen für die Höhe. Wir beginnen mit der nächsten Reihe. Wieder unseren Rand. Drei Luftmaschen und unsere Stäbchen. Wie ihr seht, der Rand ist wirklich von Reihe zu Reihe immer identisch. So sieht das Ganze bis jetzt aus. Hier haben wir immer unseren identischen Rand, der sich auf beiden Seiten nach oben zieht. Und hier entwickelt sich unser erstes Herz. So, jetzt brauchen wir ein offenes Viereck, also 3 Luftmaschen und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Hier kommen jetzt 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 3 Luftmaschen. Wir überspringen die ganzen Stäbchen und Stechen in das letzte ein und häkeln da rein ein Stäbchen. So, damit haben wir Viereck Nummer 1. Insgesamt brauchen wir 9 Stück.
zwei. Hier müssen wir wieder zählen. 1, 2, 3, 4. In das vierte kommt unser Stäbchen. 3. Hier wieder am Ende des Paketes. 4. Am Anfang des Paketes. 5. Hier wieder zählen. 1, 2, 3, 4. Sechs. Sieben. Acht. 1, 2, 3, 4, da rein. Und die 9. Ne? Bleib hier. So. Jetzt kommt wieder auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Drei Luftmaschen und wieder wie gewohnt unseren Rand. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Wie ihr seht, wir gehen hier immer mehr in das Gelb hinein. Jetzt wiederholen wir diese Reihe noch zweimal. Das heißt, hier unseren Rand, wie man jetzt die ganze Zeit machen, ein offenes Viereck, hier unsere Stäbchen. Hier 9 offene Vierecke, Stäbchen und hier wieder das offene Viereck und unseren Rand, wie immer. Und das Ganze jetzt noch 2 Reihen. So, und wenn wir dann soweit sind, sehen wir uns gleich wieder. So, und das Stäbchen auf das Stäbchen. Jetzt kommen 9 offene Felder, dafür machen wir mal 3 Luftmaschen. Und hier jetzt ein Stäbchen am Ende des Stäbchenpakets, dann 3 Luftmaschen, ein Stäbchen am Anfang des Stäbchenpaketes, 3 Luftmaschen, jetzt sehen wir wieder ab, 1, 2, 3, in das vierte kommt jetzt ein Stäbchen, 3 Luftmaschen, am Ende des Paketes kommt ein Stäbchen, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen wieder am Anfang des Paketes. So, wir sind jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt kommt die 6. Wir ziehen wieder ab. 1, 2, 3 in die 4. So, jetzt die 7. Wieder am Ende. 8, und die 9, 1, 2, 3, 4, so, jetzt auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Drei Luftmaschen. Und wieder unseren Rand, wie man kennt.
Ja, und diese Reihe wiederholen wir jetzt noch zweimal. Das heißt, unseren Rand, wie man kennt, hier ein offenes, hier Stäbchen, hier 9 offene, hier unsere Stäbchen offen und unseren Rand. Und das halt jetzt noch einmal plus noch einmal. So, wenn wir soweit sind, sehen wir uns gleich wieder. So, die 3 Reihen sind geschafft. Hier haben wir unseren Rand. Hier die 3 Reihen. Und hier die andere Seite am Rand. Jetzt beginnen wir mit Reihe 14. 2 Luftmaschen für die Höhe. Und jetzt wie immer unseren Rand. Drei Luftmaschen und die andere Seite vom Rand mit den Stäbchen. So, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3. Und ein Stäbchen gleich am Anfang rein. Sieht das so aus. Wir machen jetzt noch einmal 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und ein Stäbchen am Ende von dem Paket. Und wir umhäkeln jetzt diese Luftmaschenkette mit 3 Stäbchen. 1, 2, und die 3. Ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. 3 Luftmaschen. Ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen auf das nächste Stäbchen. 3 Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen. Drei Luftmaschen, Stäbchen und noch ein letztes Mal 3 Luftmaschen und Stäbchen. Wir umhäkeln die nächste Luftmaschenkette mit 3 Stäbchen. Und ein Stäbchen auf das erste, 3 Luftmaschen, Stäbchen am Ende von dem Paket, 3 Luftmaschen, Stäbchen in das erste und jetzt wie gewohnt unseren Rand. Ja, und damit hätten wir die Reihe auch schon geschafft. So, 3 Luftmaschen und jetzt noch die Stäbchen.
so sieht das Ganze jetzt aus. Wie ihr seht, es wird immer gelber. Hier haben wir jetzt noch ein Faden von dem Orange dabei. Und ansonsten geht das jetzt immer weiter in das Gelb hinein. So, beginnen wir mit Reihe 15. Wir schlagen als erstes zwei Luftmaschen an, drehen das Ganze. Ja, und jetzt unser üblicher Rand. Stäbchen auf Stäbchen. Drei Luftmaschen und Stäbchen auf Stäbchen. So, als nächstes brauchen wir dann drei offene Kästchen. Also drei Luftmaschen. Und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Drei Luftmaschen. Und Stäbchen auf das letzte Stäbchen in dem Paket. So, die nächste Luftmaschenkette umhäkeln wir mit drei Stäbchen. Eins. Zwei. Und ein Stäbchen auf das nächstgelegene Stäbchen. Und jetzt kommen vier offene Kästchen. Eins. Zwei, drei und die vier. Die nächste Luftmaschenkette umhäkeln wir wieder mit drei Stäbchen. Und ein Stäbchen in das nächstgelegene Stäbchen. Jetzt wieder drei offene Kästchen. Drei offene Kästchen sind immer drei Luftmaschen und ein Stäbchen. Hier zum Beispiel in das letzte Stäbchen oder hier in das einsame Stäbchen. Und jetzt wieder unser Rand, Stäbchen auf Stäbchen, Luftmaschenkette auf Luftmaschenkette. Ja, damit haben wir die Reihe auch schon geschafft. Oder fast. Und gleich haben wir sie geschafft. In Reihe 16 fangen wir wieder mit unserem Rand an. So, drei Luftmaschen, Stäbchen auf Stäbchen, weil wir sind ja noch an unserem Rand. So, jetzt drei Luftmaschen, ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen auf das nächste Stäbchen, drei Luftmaschen,
Stäbchen auf das nächste Stäbchen, 3 Luftmaschen, so ein Stäbchen hier am Ende von dem Stäbchenpaket rein, so die nächste Luftmaschenkette umhäkeln wir mit 3 Stäbchen. Dann ein Stäbchen in das nächste Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das nächste Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das nächste Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Und hier diese Luftmaschenkette umhäkeln wir wieder mit 3 Stäbchen. Und ein Stäbchen am Anfang in das Stäbchen. 3 Luftmaschen. Und ein Stäbchen hinten auf das letzte Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen auf das nächste Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das nächste Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen auf das erste Stäbchen und dann wieder wie gewohnt unseren Rand. So sieht das Ganze jetzt aus. Die nächste Reihe machen wir fast genauso, nur dass wir dann diese Luftmaschenkette mit 3 Stäbchen umhäkeln. Hier nochmal 3 Luftmaschen und ein Stäbchen setzen. Hier das Umhäkeln, hier ein Stäbchen rein. 3 Luftmaschen, Stäbchen, das Umhäkeln und hier offene Karos bis rüber und dann unseren Rand. Die Reihe danach ganz genauso. Nur wir setzen hier wirklich alles offene Karos bis auf das hier in der Mitte. Das wird dann mit Stäbchen umhäkelt und dann das letzte Stäbchen dann da rein und dann wieder offene Karos bis auf unseren Rand. Den machen wir wieder ganz genauso. Danach folgen dann 3 Reihen, wo wir nur offene Karos machen. Im Prinzip das Stückchen dann nochmal da dran. So, das häkeln wir mal schnell, weil es ist jetzt immer dasselbe. Der Rand, so wie man kennt, dann offen, 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 umhäkeln. Offen, umhäkeln, offen, 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 Rand. Dann wieder Rand, offen, 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 umhäkeln, offen, 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 Rand. Und danach 3 Reihen, Rand, alles offen, Rand, hoch, Rand. 3 Reihen, alles offen, Rand und dann noch einmal Rand, alles offen, Rand. So, wenn wir soweit sind, sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, ich habe die Reihen mal schnell gemacht, inklusive den 3 mit nur offenen Kästchen. So sieht das Ganze jetzt aus. Wie ihr seht, hier oben bewegen wir uns schon in die nächste Farbe. So, jetzt kommt das geschlossene Herz. Wir machen 2 Luftmaschen für die Höhe, drehen das Ganze und häkeln wieder unseren Rand.
So, jetzt machen wir 3 offene Kästchen. 1, 2 und die 3. Diese Luftmaschenkette wird jetzt mit 3 Stäbchen umhäkelt. Und ein Stäbchen in das nächste einsame Stäbchen. Jetzt folgen 5 offene Kästchen. 1, 2 3 4 5 und diese Luftmaschenkette umhäkeln wir wieder mit 3 Stäbchen. Und ein Stäbchen in das nächstgelegene Stäbchen. Und jetzt wieder offene Kästchen bis zu unserem Rand. Und natürlich jetzt noch unseren gewohnten und mittlerweile liebgewonnenen Rand. So, hier beginnen wir jetzt mit dem geschlossenen Herz. Jetzt kommt wieder unser Rand, 2 offene Stäbchen. Das umhäkeln wir. Hier häkeln wir auch mit Stäbchen drüber. Hier umhäkeln wir mit 3 Stäbchen. Dann offen, 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 umhäkelt, drüber gehäkelt, umhäkelt, offen, offen, Rand. Das machen wir jetzt in dieser Reihe. So, ich beginne wieder mit meinem geliebten Rand. Einmal offen, zweimal offen, jetzt umhäkelt mit 3 Stäbchen. Und ein Stäbchen in das nächstgelegene Stäbchen, Stäbchen in jedes von diesen Stäbchen. Umhäkelt. Stäbchen in das nächstgelegene Stäbchen. Offen.
offen. Offen. Umhäkelt. Und ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. In jedes Stäbchen eins. Und umhäkelt. Und ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Und wieder offen. Offen. Und unser liebgewonnener Rand. Ja, und damit haben wir die Reihe auch schon wieder geschafft. Luftmaschen nicht vergessen und Stäbchen. Zwei Luftmaschen für die Höhe. Wir wenden. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier haben wir das offene Stäbchen. Das offene Herz. Und hier wird das geschlossene Herz gemacht. So, wieder unseren Rand. Luftmaschen und wieder unsere geliebten Stäbchen. Offen. Die nächste Luftmaschenkette umhäkeln wir bereits. So, und ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Nun auf jedes Stäbchen ein Stäbchen, also über die gesamte Reihe. Umhäkeln. Offen. Umhäkeln. In jedes Stäbchen ein Stäbchen.
Umhäkeln. Und ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Offen. Und unseren Rand. So, die nächsten drei Runden. Das war jetzt diese Runde. Die nächsten drei Runden. Unseren Rand einmal offen. Über die gesamte Fläche Stäbchen. Das heißt, wir fangen hier mit Stäbchen an. Hier, wo jedes Stäbchen ist, ein Stäbchen. Diese kleine Luftmaschenkette mit drei Stäbchen umhäkeln. Und ein Stäbchen natürlich hier rein. Und Stäbchen bis hier rüber. Dann einmal offen und unseren Rand. Danach die Reihe, unseren Rand einmal offen, alles Stäbchen bis hier rüber einmal offen, Rand. Dann die dritte Reihe wieder, Rand einmal offen, Stäbchen bis rüber einmal offen, Rand. Deswegen nehme ich euch da jetzt nicht mit, weil es ist im Prinzip jetzt immer Stäbchen pro Stäbchen. Hier unseren Rand, den so wie man schon die ganze Zeit machen, einmal offen, Stäbchen wirklich bis hier rüber durchziehen, einmal offen, unseren Rand, dann wieder unseren Rand, einmal offen, Stäbchen durchziehen, offen, Rand, dann das dritte Mal, Rand, offen, einmal Stäbchen, offen und unseren Rand. Und das wäre dann definitiv für euch zu langweilig, deswegen mache ich die drei Reihen jetzt mal schnell in die Höhe. So, meine Lieben, die drei Reihen sind geschafft. Und jetzt geht's wieder weiter. Wir schließen schon wieder unser Herz. Wir machen drei Luftmaschen und fangen wie immer mit unserem Rand an. Drei Luftmaschen und wieder Stäbchen auf Stäbchen. Drei Luftmaschen. Und Stäbchen auf Stäbchen, drei Luftmaschen, 1, 2, 3. Hier unten ziehen wir jetzt vier Maschen ab, 1, 2, 3, 4. In die vierte Masche häkeln wir ein Stäbchen. So, nun kommt in jedes Stäbchen ein Stäbchen, bis auf die letzten vier Stäbchen nicht. Da machen wir wieder drei Luftmaschen und ein Stäbchen in das letzte Stäbchen. Also, hier auf der ganzen Front kommt jetzt immer ein Stäbchen pro Stäbchen. 1, 2, 3, 4. Bis hierher. Hier machen wir dann drei Luftmaschen, ein Stäbchen hier rein. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen und unseren Rand. Weil ich denke mir, es ist jetzt auch für euch zu langweilig, mir hier bei dem Stäbchenhäkeln zuzuschauen. Deswegen die ganze Reihe Stäbchen bis hierher. Da setzen wir unser letztes Stäbchen, das heißt vier Stäbchen vor Ende. Dann kommen drei Luftmaschen, drei Stäbchen übergehen wir. In das vierte Stäbchen kommt ein Stäbchen, dann drei Luftmaschen, Stäbchen und dann wie gewohnt unseren Rand.
So, das mache ich schnell und wir sehen uns gleich. So, meine Lieben, ich habe die Reihe schnell fertig gemacht. Hier haben wir dann die Luftmaschen und das Stäbchen. Habe dann unseren Rand gemacht und für die aktuelle Reihe auch schon mal den Rand, weil ich glaube, ihr habt den jetzt schon an die 20 Mal gesehen, wie der Rand gemacht wird. Deswegen, den Rand habe ich jetzt schnell schon mal gemacht. So, jetzt machen wir 3 Luftmaschen. Ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. 3 Luftmaschen. Stäbchen in das erste Stäbchen. 3 Luftmaschen. Wir ziehen wieder 1, 2, 3, 4. In das vierte Stäbchen kommt ein Stäbchen. Ja, und jetzt wieder Stäbchen bis rüber, außer auf die letzten 4. Da wird es dann so gemacht wie eben. 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in das vierte Stäbchen. Und so arbeiten wir uns jetzt im Prinzip das gesamte Herz wieder nach unten. Ich mache jetzt nochmal schnell die eine Reihe komplett mit euch zusammen. Und den Rest von dem Herz schließen wir dann schnell alleine, weil das ist eigentlich dann immer dasselbe, nur dass halt ein offenes Karo pro Reihe dazu kommt. Bin gleich durch. So, damit wären wir durch. 3 Luftmaschen. Ins letzte kommt ein Stäbchen. 3 Luftmaschen. Stäbchen. 3 Luftmaschen. Stäbchen. Und dann wieder unseren Rand. Na, Stäbchen. So. So, und jetzt kommt hier wieder unseren Rand. Den müssen wir aber nicht zusammen häkeln, den kennen wir schon. In der nächsten Reihe fangen wir wieder mit dem Rand an. Dann kommt 1, 2, 3 offene. Hier zählen wir wieder, das heißt, wir machen 3 Luftmaschen. Und in das vierte Stäbchen kommt ein Stäbchen. Stäbchen bis rüber, bis auf die letzten 4. 3 Luftmaschen, Stäbchen hier vorne rein. Offene bis hier rüber und dann unseren Rand. Dann wieder Rand, dann kommt 4 offene Karos, dann 3 Luftmaschen, Stäbchen und so geht das jetzt halt immer weiter, bis unser Herz geschlossen ist. Das heißt, bis wir wieder 3 Reihen nur offene Karos machen können. Das kommt nämlich gleich nach dem Herz dann wieder. Also, jetzt immer ein Karo mehr, dass wir das Herz wunderbar dann in Spitze schließen. Im Prinzip wie hier oben, nur wir haben jetzt hier das alles ausgefüllt. Hier war es offen, jetzt ist es ausgefüllt. Aber im Prinzip, wie hier oben, entwickeln sich jetzt die Karos. Ganz genauso. Und nachdem wir das Herz dann geschlossen haben, kommen wieder 3 Reihen nur offene Karos. 1, 2, 3. Diese 3 Reihen, die wiederholen wir, sobald wir das Herz fertig haben. So, meine Lieben, das Herz ist geschlossen und die 3 Reihen sind auch gemacht. Dazu habe ich jetzt schon den Rand der neuen Reihe gemacht. Jetzt beginnen wir mit den Herzen andersherum. Wir häkeln jetzt 6 offene Karos. So, 1,
2. Drei, vier, fünf, und die 6. So, diese Luftmaschenkette umhäkeln wir jetzt mit 3 Stäbchen. Hier beginnen wir das nächste Herz. Und ein Stäbchen in das Stäbchen. So, und jetzt wieder offene Karos bis rüber. Also bis auf unseren Rand natürlich. So, und jetzt häkeln wir unseren Rand. So, 2 Luftmaschen für die Höhe. Wir drehen wieder unseren Rand. Jetzt brauchen wir 5 offene Karos. Eins. Zwei. Drei. Vier. 5. Wir umhäkeln diese kleine Luftmaschenkette wieder mit 3 Stäbchen. Ein Stäbchen in das erste Stäbchen. Jetzt auf das ganze Paket, auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und auch diese Luftmaschenkette wieder umhäkeln mit 3 Stäbchen. Und natürlich ein Stäbchen in das Stäbchen. So, wie ihr seht, hier fangen wir jetzt das nächste Herz an.
Jetzt komm auf eine Karus bis rüber an den Rand. Dann beginnen wir wieder mit dem Rand, machen dann 4 Karos, häkeln dann in die 5. Luftmaschenkette 3 Stäbchen und ein Stäbchen in das Stäbchen, dann auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Die Luftmaschenkette wird mit drei Stäbchen umhäkelt. Hier kommt dann ein Stäbchen, die werden offen und dann wieder unser Rand. So, hier bin ich jetzt in der Folgereihe. Wir haben unseren Rand gemacht. 4 offene Karos und jetzt wird diese Luftmaschenkette mit 3 Stäbchen umhäkelt. Und auf jedes Stäbchen kommt nun ein Stäbchen. Das machen wir bis hier rüber. Hier diese Luftmaschenkette wird wieder mit 3 Stäbchen umhäkelt. Hier kommt ein Stäbchen rein. Das werden alles wieder offene Karos und dann wieder unser Rand. So, das wiederholen wir jetzt so lange. Wir gehen jetzt so lange immer weiter raus, bis wir nur noch ein offenes Karo haben. Das heißt, in dieser Reihe hatten wir 4, in der nächsten dann nur noch 3, danach in der Reihe nur noch 2 und danach in der Reihe nur noch 1. Also diese Reihe 4 Karos, in der nächsten Reihe wird das hier umhäkelt, bleiben 3 offene. In der Reihe danach wird das umhäkelt, bleiben 2. In der Reihe danach wird das umhäkelt, bleibt 1. Und so baut sich das jetzt wieder im Prinzip wie das Herz, nur rückwärts auf. So, ich häkel das schnell hoch und wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Lieben, so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt kommen 2 rein. Wir machen unseren Rand, ein offenes Quadrat, Stäbchen von hier bis hier, ein offenes Quadrat und wieder unseren Rand. Also, erstmal unseren Rand. Die 3 Luftmaschen. Und wieder Stäbchen auf Stäbchen. Drei Luftmaschen und jetzt Stäbchen auf Stäbchen. Über die komplette Breite, das heißt, so wie wir jetzt die Stäbchen haben, so kommen da jetzt auch Stäbchen drauf. Dann hier 3 Luftmaschen und wieder wie gewohnt unseren Rand und davon noch eine Reihe. So, ich würde sagen, ich mache mal schnell die 2 Reihen und wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Lieben, die 2 Reihen habe ich jetzt schnell gemacht und den Rand von der nächsten Reihe auch schon, weil den Rand, den haben wir ja jetzt schon, ich weiß nicht wie oft gemacht. Also, den Rand auch schon mal. So, jetzt müssen wir mitzählen, weil wir fangen jetzt mit der oberen Seite des Herzens an. Wir machen jetzt erstmal unser offenes Karo. So.
Und jetzt müssen wir mittig rauskommen, das heißt hier. Also brauchen wir jetzt 5 geschlossene Karos. Eins, zwei, drei, vier, das ist das erste geschlossene Karo. Eins, zwei, drei, vier, Nummer zwei. Eins, zwei, drei, vier, Nummer drei, eins, zwei, drei, vier, Nummer vier. Eins, zwei, drei, vier, die Nummer fünf, drei Luftmaschen. Wir überspringen drei Stäbchen. Eins, zwei, drei und in das vierte stechen wir ein und häkeln ein Stäbchen. So, wenn wir uns das jetzt hinlegen und schauen uns das Ganze mal an, dann sehen wir, dass es hier eine wunderschöne Gerade gibt. Da sieht es gerade nur so schräg aus, weil mein ganzer Läufer liegt ein bisschen schräg, dass ich ihn besser auf den Tisch bekomme. Aber es gibt hier eine wunderbare Gerade. Und jetzt Stäbchen bis Ränder. Und dann natürlich wieder unser offenes Karo plus unser Rand. So, meine Lieben, so sieht die Reihe jetzt aus. Den Rand von der nächsten Reihe habe ich jetzt auch schon mal gemacht. So, wir brauchen jetzt 2 offene Karos. Das heißt, wir setzen jetzt wieder unser ganz normales Karo. Das muss man die ganze Zeit setzen. So, und noch einmal 3 Luftmaschen, Umschlag, wir zählen wieder 4 Stäbchen ab, 1, 2, 3, 4 und in das vierte Stäbchen kommt ein Stäbchen. Jetzt machen wir Stäbchen bis, na nicht ganz bis hier rüber, sondern wir zählen nochmal hier von 4 Stäbchen ab, 1, 2, 3, 4, also bis hierhin. Wer mitziehen möchte, wir brauchen 3 geschlossene Pakete. 2, 3, 4, das ist Paket 1, 1, 2, 3, ne? Drei, vier, Paket Nummer zwei, eins, zwei, 3, 4, damit hätten wir alle geschlossenen Pakete, 3 Luftmaschen und wir stechen jetzt in das letzte Stäbchen vor unserer Lücke ein und setzen unser Stäbchen. 3 Luftmaschen in das erste Stäbchen nach unserer Lücke, das nächste Stäbchen.
3 Luftmaschen. Und hier auch wieder 4 Stäbchen abziehen. 1, 2, 3, 4 und ein Stäbchen. Jetzt wieder 3 geschlossene Pakete. Also 1, 2, 3, 4, Paket 1. 1, 2, 3, 4, Paket 2. 1, 2, 3, 4, Paket 3, 3 Luftmaschen und am Ende der Stäbchenreihe einstechen und ein Stäbchen häkeln. 3 Luftmaschen, unser übliches offenes Karo und wieder unseren Rand. In dieser Reihe haben wir nur noch ein geschlossenes Paket. So, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen in das einsame Stäbchen. Ein Stäbchen in das erste Stäbchen. 3 Luftmaschen, Umschlag. Wir ziehen wieder 4 Stäbchen ab. 1, 2, 3, 4. In das vierte Stäbchen kommt ein Stäbchen. Jetzt machen wir unser geschlossenes, das heißt, wir häkeln jetzt 4 Stäbchen. 2, 3, 4. 3 Luftmaschen und am Ende dieser Stäbchenreihe in das letzte Stäbchen ein Stäbchen. Drei Luftmaschen, in das nächste Stäbchen ein Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen in das nächste Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen in das erste Stäbchen, 3 Luftmaschen, wir ziehen wieder 4 Stäbchen ab. 1, 2, 3, 4 und in das vierte Stäbchen, unser Stäbchen. Jetzt kommt das geschlossene Karo, also häkeln wir wieder 4 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 3 Luftmaschen. Ein Stäbchen in das letzte Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen in das nächste Stäbchen, 3 Luftmaschen und wieder unseren Rand. So, als nächstes folgen 3 Reihen, wo wir wieder unseren Zwischenbereich machen. Das heißt, immer 3 Luftmaschen und ein Stäbchen auf das Stäbchen. 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen. Das kommt jetzt hier oben drauf. Als nächstes 3 Reihen. So, die 3 Reihen sind auch geschafft. Und wie ihr seht, wir gehen jetzt auch in die nächste Farbe über. Wir brauchen jetzt 6 offene Karos. Also, 1, 2, 3,
4. Fünf und die sechs. So, die nächste Luftmaschenkette, die umhäkeln wir mit 3 Stäbchen. Und ein Stäbchen in das eine Stäbchen. Da. Und jetzt wieder offene Karos bis rüber und unseren Rand. So, wie ihr seht, hier fangen wir jetzt schon das nächste Herz an. In dieser Reihe brauchen wir jetzt 5 offene Karos. Eins. Zwei. Und die 5. Jetzt umhäkeln wir diese Luftmaschenkette mit 3 Stäbchen. 1. Zwei. Drei. Ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. 3 Luftmaschen. Ein Stäbchen in das letzte Stäbchen von unserem Stäbchenpaket. Und diese Luftmaschenkette wird jetzt umhäkelt. Und ein Stäbchen in das Stäbchen. So, und dann wieder bis rüber. In der nächsten Reihe haben wir dann nur noch 4 offene Karos. Also 1, 2, 3, 4. Da wird dann dieses umhäkelt, das 5, was jetzt bei uns das 5. ist, wird dann umhäkelt. Hier dann 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, das umhäkeln und dann bis rüber. So, dass wir wieder so richtig schön schräg auseinander gehen. Aber halt nur den Umriss von dem Herz erzeugen. Oh, ich mache hier gerade schnell meine offenen Karos. Ihr seht, das häkelt sich wirklich wunderbar schnell und da sind wir auch schon am Rand. Kann ich es euch auch besser zeigen. Die Reihe jetzt den Rand fertig, dann fangen wir mit dem Rand wieder an. Dann 1, 2, 3, 4 offene Karos. Das wird umhäkelt und ein Stäbchen in das erste Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen in das letzte Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen, 3 Luftmaschen, Stäbchen in das letzte Stäbchen. Das umhäkelt die Luftmaschenkette danach und dann wieder offene Karos bis rüber plus der Rand. Ja, und so geht das wieder weiter, bis wir nur noch ein Karo am Rand haben. Das heißt, in der Reihe danach kommen dann nur noch 1, 2, 3 offene Karos hier am Rand. Da wird das 4. umhäkelt. Innen alles offene Karos. Die Reihe danach sind es dann nur noch 2. Da wird das 3. umhäkelt. Und die Reihe danach ist es nur noch ein offenes Karo und da wird das umhäkelt. Und innen alles offene Karos. So, meine Lieben, ich habe das jetzt so weit hochgehäkelt, dass wir hier nur noch unser eines Viereck haben. Und ansonsten sieht man hier schon wunderbar das Herz. So, unseren Rand von der neuen Reihe habe ich jetzt schon gehäkelt. Wir machen jetzt 3 Luftmaschen. Ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Jetzt kommt auf jedes Stäbchen ein Stäbchen.
Jetzt brauchen wir 4 offene Karos. Also 3 Luftmaschen und ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen, Karo Nummer 1. Zwei. Drei. Und die 4. Die nächste Luftmaschenkette wird mit Stäbchen umhäkelt. Also 3 Stäbchen rein. Und ein Stäbchen auf das Stäbchen. Und jetzt wieder offene Karos, 4 Stück. 1. 2. Und die 4. So, auf jedes Stäbchen wieder ein Stäbchen. Unser offenes Viereck und natürlich wieder unseren Rand. So, die Reihe habe ich jetzt schnell fertig gemacht und schon mal den Rand von der nächsten Reihe. Wir machen jetzt wieder ein offenes Karo. Hier jetzt ein Stäbchen pro Stäbchen. Jetzt brauchen wir 2 offene Karos. 1. 2 Diese Luftmaschenkette umhäkeln wir jetzt mit 3 Luftmaschen. Und ein Stäbchen auf das Stäbchen. So, ein offenes Karo. Auf diese Stäbchen kommt auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Ein offenes Karo. Diese wieder umhäkeln mit 3 Stäbchen. 1, 2, 3 und ein Stäbchen auf das Stäbchen. Und jetzt 2 offene Karos. Auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und damit haben wir diese Reihe von dem Herz auch schon fertig.
drei Luftmaschen und unser letztes offenes Karo. Dann kommt wie immer unser Rand. So, die nächste Reihe. Wieder unser offenes Karo. Jetzt in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Die nächste Luftmaschenkette wird umhäkelt mit drei Stäbchen. Und ein Stäbchen auf das Stäbchen. Drei Luftmaschen. Ein Stäbchen auf das erste Stäbchen. In jedes Stäbchen kommt ein Stäbchen. Diese Luftmaschenkette umhäkeln. Und ein Stäbchen auf das Stäbchen. Drei Luftmaschen. Wir überspringen die gesamten Stäbchen und stechen in das letzte ein und häkeln da rein ein Stäbchen. Diese Luftmaschenkette wieder umhäkeln. Und ein Stäbchen auf das erste Stäbchen. Jetzt auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Luftmaschen, ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen, diese Luftmaschenkette umhäkeln und jetzt auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. So, drei Luftmaschen, unser offenes und natürlich wieder unser Rand. So, die nächste Reihe. Rand habe ich schon gemacht. Drei Luftmaschen. Und ein Stäbchen in das erste Stäbchen. Drei Luftmaschen. Wir zählen wieder ab. 1, 2, 3, 4. In das vierte Stäbchen kommt ein Stäbchen. So, jetzt kommt in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Diese Luftmaschenkette umhäkeln wir mit drei Stäbchen. Und ein Stäbchen in das nächste. So, und jetzt häkeln wir nochmal vier Stäbchen. Eins, zwei, drei. Drei Luftmaschen und ein Stäbchen am Ende von diesem Stäbchenpaket.
drei Luftmaschen, ein Stäbchen in das erste Stäbchen, drei Luftmaschen. Wir zählen wieder 1, 2, 3, 4. In jedes Stäbchen kommt jetzt ein Stäbchen. Die Luftmaschenkette umhäkeln wir. Das ist aber nicht schön geworden. Da will ich nochmal ran. Ja, besser. Ein Stäbchen in das erste. Vier weitere. Eins, zwei, drei, vier, drei Luftmaschen, ein Stäbchen in das letzte Stäbchen, drei Luftmaschen und unseren Rand. Ja, dann sind wir mit dem Herz auch schon wieder fast fertig. So, die nächste Reihe. Drei Luftmaschen. Ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Drei Luftmaschen. Stäbchen in das erste Stäbchen. Drei Luftmaschen. Wir zählen wieder. Eins, zwei, drei, vier. So, jetzt kommen vier Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier. Drei Luftmaschen. Ein Stäbchen am Ende dieser Stäbchenreihe. Drei Luftmaschen. Ein Stäbchen an das nächste Stäbchen. Drei Luftmaschen, ein Stäbchen in das nächste Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen in das erste Stäbchen, drei Luftmaschen. Wir zählen wieder 1, 2, 3, 4. Jetzt vier Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, drei Luftmaschen, Stäbchen in das letzte, drei Luftmaschen, Stäbchen in das Stäbchen, drei Luftmaschen und wieder unseren Rand. So, ab jetzt kommen drei Reihen mit offenen Karos.
So sieht's jetzt aus. Und hier kommen jetzt drei Reihen, wo wir nur die offenen Karos häkeln. So, meine Lieben, ich habe unsere drei Reihen mit den offenen Karos gehäkelt und auch schon den Rand von der nächsten Reihe. Jetzt machen wir ein offenes Karo. Und die nächste Luftmaschenkette umhäkeln wir mit drei Stäbchen. Und ein Stäbchen in das Stäbchen. Dann wieder drei Luftmaschen. Und ein Stäbchen in das nächste Stäbchen. Die nächste Luftmaschenkette umhäkeln wir wieder mit drei Stäbchen. Und so geht das jetzt in dieser Runde im Wechsel. Immer ein offenes Karo und einmal umhäkeln. Und am Ende wieder wie gewohnt unseren Rand. Das ist jetzt auch die letzte Reihe für unseren Rand. Deswegen filme ich ihn mit euch mit. So haben wir noch mal einen würdigen Randabschluss. So, jetzt die drei Luftmaschen und unsere Stäbchen ein letztes Mal. Und das letzte Stäbchen. So, eine Wendeluftmasche. Wir drehen das Ganze. Und jetzt kommt auf jedes Stäbchen eine feste Masche. Gleich von Anfang an eine feste Masche auf jedes Stäbchen. Die Luftmaschenkette umhäkeln wir mit drei festen Maschen. Und wieder auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Nee, auf jedes Stäbchen eine feste Masche. So, die Reihe ist geschafft. Wir machen eine Wendeluftmasche. Und jetzt gibt es noch eine Reihe feste Maschen. Und das ist dann auch schon der Abschluss unseres Tischläufers. Nach dieser Reihe nur noch Faden vernähen. Und dann sind wir fertig. So, meine Lieben, und fertig sind wir mit unserem wunderschönen kleinen Tischläufer. Hier haben wir das offene Herz, hier das geschlossene, das andere geschlossene.
und das offene. Das Fädchen muss ich noch vernähen, aber schaut euch mal die tollen Farben an. Einfach nur traumhaft schön. So, ungespannt kommen wir auf eine Länge von, und gerade hinlegen, 72 cm. Wenn wir es ein bisschen gespannt haben, sind wir auf ungefähr, ja, knapp 80 cm in der Länge und in der Breite ungespannt. Sind wir bei 32 cm, da kommen wir dann so auf ungefähr 40 raus. Ich spanne immer nicht richtig, sondern ich mache eine Wasser-Klebermischung. Das heißt, ein Teil Wasser, ein Viertelteil transparent trockener Kleber. Beides wird schön gemixt. Dann wird das Ganze da drin getränkt, also eingelegt, richtig nass gemacht, ausgerungen. Und dann ausgebreitet, zurechtgezogen, zum Trocknen gelegt. Und dann passiert genau das Gleiche wie jetzt hier auch. Man zieht es schön in Form, legt es so zum Trocknen und das hält dann. Das hält wirklich bombenfest, das benutze ich für Gardinen, für alles. Da braucht man keine Sprühstärke oder irgendwas. Ich mache das halt so. Und das hält dann auch bis zur nächsten Waschmaschine, halt wie mit den Sprühfestigern, genauso. So, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Däumchen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Und wer noch nicht hat, ein Abo. Dann verpasst auch kein weiteres Video mehr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.